So. Hallo da draußen, hier ist Tommy und da drüben hinter meinem Gesicht steht der liebe Klabautermann LP. Moin, moin. Und wir sind wieder unterwegs in Sweden in den 80er Jahren. Und wir wissen immer noch nicht so richtig, was passiert ist, aber wir kämpfen gegen große böse Roboter und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum jetzt hier auch so ein bisschen Facecam mit dabei ist. Ich hab Bock drauf und ab sofort seht ihr zumindest den Tommy. Der Klabby hält sich irgendwie immer noch an seinem To-Do irgendwie fest. Nicht gezeigt zu werden. Genau, Das ist auch gut. Das ist ich auch habe gut kein so. hübsches Gesicht. Naja, das wäre dann ein bisschen höher als FSK 18. Das kann man nicht. Das kriegt man nicht so unter einen Hut, sowas, ne? So mit gesetzlichen Parametern und so. Aber wir haben beim letzten Mal tatsächlich. Wir waren relativ weit. Und wir haben. Und zwar waren wir irgendwo auf der Map. Da haben wir doch den Tipp bekommen, wir sollen das mal zeigen. Wir sind nämlich in die nächste Region reingelaufen. Und quasi von diesem unteren südlichen Bereich, den wir abgegrast haben, sind wir über, nee, es war gar keine Brücke, über den Weg, über die Straße. Das war ja so ein Bunker irgendwie. Genau, irgendwie oben war eine Straße, auf dem Hügel war eine Straße. Und dann sind wir da quasi runtergepurzelt, irgendwie. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier quasi wieder bei, naja, ich will jetzt nicht bei Null anfangen. Aber zumindest ist es so, dass wir doch jetzt. Vermutlich, es ist jetzt nur eine Vermutung, braucht reines Bauchgefühl, rein von der Spielmechanik, müssten jetzt schwerere Gegner kommen. Und da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Irgendwas hört man auch da hinten. Ja, ich meine auch, da hinten läuft noch irgendwie so ein Dude. Ich hatte doch auch mal hier so ein Sichtmoduswechsel. Röntgen und Thermalansicht. Wobei Röntgenansicht ist Was? natürlich ein Ernsthaft bisschen. Röntgenansicht? Ja, ich kann deinen. Kannst du mein Skelett Als sehen? Röntgen. Ja, genau. Natürlich total kaputt ist es, was ist natürlich Blödsinn, aber Ich glaube, es der hat einen hat gerade netten Effekt. sein rotes Licht eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung, ob das was bedeutet. Da kommt gerade eine Patrouille Doch. entlang. Da ist. Huch. Wo ist er hin? Wo kam er her? Da. Da hinten läuft ein ziemlich großer. Auf der Straße laufen zwei so halbgroße. Ja, um die mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich mache mir eigentlich eher so Sorgen so in Richtung Nordost. Das ist einer von den ganz dicken. Und ich habe irgendwie es im Gefühl, dass der stinksauer ist. Was? Ah ja, ich sehe ihn. Okay, komm her. Das ist das Kaliber, was wir in der Kirche mal platt gemacht haben. Das ist das Kaliber, was wir in der letzten Aufnahme noch fertig gemacht haben. Warum läuft er denn da noch? Vermutlich, weil da zwei gelaufen sind. Aber die werden nicht angezeigt, das sind halt so Normalos. Ja, wollen wir den Normalo platt machen oder wollen wir die auf der Straße platt machen oder wollen wir sie beide umgehen? Wir müssten mal schauen, in welche Richtung wollen wir denn starten? Wollen wir denn eher uns jetzt hier links halten, in Richtung Hafenstadt? Würde ich fast eher noch machen. Weil unser nächster Quest. Log zeigt uns irgendwie erst in 3,5 Kilometern so den nächsten Point an. Deswegen würde ich irgendwie in Uhrzeigerrichtung Richtung Straße runter und dann diese paar Pappen. Geh doch bitte gerade mal auf dein Log und sag mir, welche Quest hast du ausgewählt? Wie heißt die? Walter. Ich habe keine Ahnung, warte mal. Log. Log. Der erste Kontakt, Hauptmission. Okay. Finde die Ruinen der Burg von Ibo Holmen. Aber das müsste doch auf der alten Map sein. Das ist die Burg von Iboholmen ist ganz unten rechts ist Iboholmen. Die liegt da auf einem Berg. Da waren wir auch noch nicht. Also was ist das, wo du sagst, das ist 3 Kilometer weg? Ist das das? Wo liegt die Burholmen? Saltholmen ist die Kirche. Ja, und dann Saltholmen. Saltholmen ist eine Kirche? Ja, Iboholmen, das war ja die allererste Also, Insel, wo wir genau, waren. wir sind bei Björn Knasoggen sind wir gestartet. Und wenn du dann ein Stückchen an der ersten Kirche vorbeigehst, dann kommst du nach Iboholmen. Und da oben auf dem Berg liegt irgendwas, was ich als Burg identifizieren würde. Und da ist bei mir auch der erste Kontakt als Marker dran, Hauptmission. 3,42 Kilometer, genau.
Aber die würde ich jetzt nicht verfolgen wollen. Ich würde mal nach einer Mission hier auf dieser, in dieser neuen, ach Gott, das ist ein Flughafen. Meine Scheiße. Ja, aber Kirche von Ibu Holmen, das ist doch nur der Unterschlupf, wo wir waren. Genau, die Kirche von Ibu Holmen ist der Unterschlupf. Und wir sollen die Burg von Ibu Holmen suchen. Und die ist bei mir zumindest auf der Map auch mit einem roten Marker in der Mitte ein kleines, auf der Kante stehendes Quadrat und Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Das heißt, wir müssen zurück? Wenn wir diese Hauptmission machen wollen, wollten, dann müssen wir zurück. Die ist doch langweilig. Ja, sage ich ja. Mhm. Deswegen würde ich mir, also außer wir müssen sie irgendwann machen. Aber ich würde irgendwann müssen wir sie machen. Wir können uns ja rein theoretisch hinbeamen, aber wir können uns nicht mehr dahin beamen, wo wir jetzt sind. Stimmt, weil wir da ist sogar ein Lager, da wo wir jetzt sind, könnten wir uns auch wieder hinbeamen. Ich will nicht in die alte Map. Ich auch nicht. Lass uns zum Hafen gehen. Den Feldzugplan Bunker Sorken machen. Sorken. Feldzugplan Bunker Sorken. So, kommen wir mal weiter und wir gehen nach links. Wo ist denn Sorken? 3,5 Kilometer entfernt. In welche Richtung? Norden. Können wir jetzt bitte mal... Tommy, das Problem ist, du siehst es bei dir, ich sehe es nicht. Scroll da mal raus. 3,5 Kilometer Richtung Norden. Okay, dann muss ich dir halt hinterherlaufen. Und die beiden Jungs stehen uns im Weg. Wenn wir nach Norden wollen. Ich hätte von hier aus... Oder wir laufen rechts herum, quasi Richtung 1. Dann haben wir da gar keine. Keinen großen und keine drei kleinen. Also genau in die Richtung Süden. Von hier aus. Aber dann laufen wir doch wieder zurück auf die alte Map. Ich will nicht nach Süden. Blödsinn. Richtung... Hä? Warte mal, jetzt habe ich einen Knick in der Optik. Ja. Nordost, glaube ich. Und dann kommen wir bei dem... Okay, vergiss es. Also zur Hafenstadt? So, die Folge ist rum. Viel Spaß noch. Bis zur nächsten Folge hier auf Klabautermann MP und einfach Tommy. Ach komm, lass uns einfach da Richtung die kleinen Typen da erstmal laufen, komm. Also Typen kaputt machen? Ja, Typen kaputt machen, komm. Das juckt den einfach gar nicht, der bleibt einfach stehen. Jetzt hat sie ihn gejuckt. Jetzt kommt er angelaufen. Ja, lauf mal zum Tommy. Nee, keine Ahnung, wo er hinrennt. Klubby? Ja. Ach, da rennt er. Ich habe so das blöde Gefühl. Welches blöde Gefühl? Das blöde Gefühl, dass... kann ich es irgendwie schnell nehmen? Einfach nur nehmen. Und nehmen, übertragen. Ja, da will ich ja gar nicht. Wir müssen wirklich ganz vorsichtig an diesem großen Dicken irgendwie vorbeikommen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl. So ein bisschen das Gefühl, dass der Große da irgendwie doch relativ empfindlich ist. Meinst du, wenn wir so einen kleinen Bruder kaputt machen? Ja, ich meine auch nicht, ich glaube, der wirkt auch relativ angepisst. Ich weiß, relativ unentspannt. Relativ unentspannt. Es kann sein, dass der vielleicht so von Grund auf vielleicht irgendwie eine schlechte Kindheit hat oder so. Also, das soll ja manchmal vorkommen bei so Robotern, die. Ja. Ich meine auch mal so ein bisschen getriezt mit Programmieren und so. Und so, da vorne ist jetzt noch irgendeiner, aber der ist auch wieder groß. Oder ist der nur so halb groß? Ja, das ist so ein... Wenn ich jetzt mal vergleichen müsste... Moment. Das ist ein Harvester. Der ist nur halb so groß, ne? Wir müssen eh Richtung 2, also von daher...
sollte uns das jetzt nicht mehr so interessieren. Da oben ist noch irgendwas, aber ich glaube, da brennt noch was. Scheinbar brennt noch was, ja. Hey Kevin, sehr gespannt. Dann lass uns doch mal hier über den Hügel. Oh ja. Ich bin ja mal gespannt. Also ich habe noch nicht so ein... Man ist so ein bisschen orientierungslos. Auf der ersten Insel ging es ja noch so ein bisschen... Vielleicht musst du dahin, dann musst du dorthin. Da konntest du quasi auch nur in eine Richtung gehen. Stimmt, teilweise jetzt, es war jetzt noch bist du relativ linear. Ja, und jetzt merke ich auch gerade, unten sind irgendwelche Häuser und Zelte. Nee, Häuser sind es nicht, Zelte sind es nicht. Häuser sind es, keine Zelte. Und ich muss mir merken, das ist kein PUBG, wo ich einfach hier irgendwelche Klippen runterjumpen kann. Nee, gewinne, das geht wahr. So. Come on. Was geht hier ab? Wo ist die Party? Ist hier Party? Kunstdamm. Ist hier eine Party? Das nächste Dorf? Ich glaube nicht, hier ist keine Party. Hier sind Anglerhütten. Ich komme auch nicht rein, ne? Ich guck mal gerade, ob man hier so ein bisschen irgendwie reingehen kann, aber scheinbar nicht. Aber du bist doch unser Dieb hier. Ja, aber ich wollte doch gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob man da reinkommen kann. Anglerhütten ohne Loot. Das ist ja gemein. Ich bin wieder sehr, sehr froh, dass wir so ein schönes Wetter haben. Das ist super geil. Jedes Mal, wenn wir Nacht ist. Ja, genau. Immer wenn wir dieses Spiel starten, ist erstmal Nacht und es pisst. Und das Haus brennt natürlich weiter, auch wenn es regnet. Aber die Vermutung, dass wir hier fündig werden. Aber die Vermutung, dass hier irgendwelche bösen Monster schon vor uns waren. Die Vermutung verhärtet sich gerade, ja, das stimmt. Aber das Haus hat keinen Keller, oder? Der Zugang ist verschüttet. Nee, ich glaube, hier bei dem Haus ist es noch nicht so der Fall. Ich glaube ja, warum eher... Warum bin ich da reingegangen? Ich glaube eher, dass es hier vielleicht so sein könnte, dass man da irgendwas findet, weil da brennt nämlich eine Hütte, wo auch noch Strom drauf ist. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Waffe zu finden oder irgend so ein Special-Ding. Das ist so ein Special-Item. Was ist das hier? Eine Flasche. Eine Flasche im Wind, aber die Flasche zeigt aber irgendwie nach hier unten. Das ist keine Flasche, das ist ein Paddel oder so. Ne? Oder so ein Cricket-Schläger. Ja, ist egal. Also, in dem zweiten brennenden Haus stehen zwei Munitionskisten. Mehr habe ich da jetzt auch noch nicht gefunden. Ja, ich... bin sehr froh, dass ich einen farbechten Monitor habe. Warum? Weil aktuell sehe ich im Dunkeln immer nie irgendwas. Das ist doch farbecht. Das ist das Problem. Normalerweise im OBS sieht man zumindest irgendwie so ein bisschen was. Ja, ich bin ja schon beruhigt, dass unsere Zuschauer uns geschrieben haben, dass die Roboter nicht auf das Taschenlampenlicht reagieren. Da bin ich jetzt gut zu wissen, ja. Bin ich jetzt so ein bisschen mutiger. Zumindest mal diese... Überlappen. Diese Minimalbeleuchtung mal einzuschalten. Das Ding ist halt, für alle, die sich vielleicht so ein bisschen wundern, warum ich bei mir jetzt so viele Folgen nicht gekommen sind. Ich habe es einfach nicht geschafft. Viel zu viel zu tun gehabt. Und ich hau jetzt ein bisschen mehr raus. Ich habe einen Sammelgegenstand gefunden. Spiel mich. Geh direkt mein Handy an. Super. So. Eine Kassette gefunden, Klabi. Okay. Wie sie mal, vielleicht höre ich sie ja auch. Ja, sofort. Ich würde mich gerne mal irgendwie, vielleicht mal so ein Haus stellen oder so, damit man mal irgendwie nicht nur... In dem grün leuchtenden Lebensmittelladen liegen zwei Leichen und ein lebender Klabi. Okay. Dann spiel mal. So, gibt's da noch irgendwas anderes? Außer... Außer zwei arme Mannequin, die voll auf die Omme gekriegt haben. Ich habe nicht mehr gefunden, außer hier einen. Warum kann ich so? So, Fertigkeiten, Lock.
Wo war das immer mit diesen Sammelgegenständen? War das doch hier, ne? Mit der Sammelgegenstände. Opfern. Taus. Trainingspass. Es war doch gerade eine Kassette, die ich Nee, gefunden es habe. ist bei der entsprechenden Mission ist es dann dabei. Also wahrscheinlich hast du irgendwo eine Nebenmission jetzt, die noch nicht, noch keinen Haken hat und dann hast du Ah. Missionsgegenstände. Und was sagt die Mission? Es war quasi, ich fasse es mal zusammen, wieder so eine Aufnahme von irgendeinem Militär, die dann irgendwie überfallen wurden und dann bricht's ab. Ja, toll, immer dasselbe mit denen. Ja, ich meine, was können die überhaupt? So, ich habe eine Karte gefunden, neue Mission, jenseits Barrikade. Eine Gruppe Fischer hat sich gegen ihre Evakuierung gewehrt. Mehr lesen. Na super, und dann haben wir sie alle erschossen. Toll. Jetzt wollte ich mehr lesen und dann ging es irgendwie nicht. Dinge geschehen, die sollten gar nicht geschehen. Aber nun ja, normalerweise hatte ich mir eigentlich unseren Angelausflug ein bisschen eleganter vorgestellt, lieber Klavi. Jetzt ja, stimmt. Hier liegen ein Haufen Leichen. Wieso findet ihr eigentlich immer Leichen? Weil ich morbide veranlagt bin. Das wusste ich schon Ich immer. habe zu viel Walking Dead geguckt. Ich reibe mich Ja, dann ich auch. immer auch mit den Exkrementen und den Gedärmen und sowas reibe ich mich dann ein, damit mich die Maschinen nicht sehen. Ja, Ich denke mal, ich bin schon tot. klingt doof, aber in der Not. Wenn es dir den Arsch rettet, dann machst du sowas. Wahrscheinlich. Oh ja, Walking Dead habe ich auch noch ein paar Folgen vor mir. Noch nicht alle geguckt. Ach so, was ich gerade noch sagen wollte, ne? Also ich werde jetzt so die Folgen so takten, dass ich mich dann quasi an den lieben Klabbi wieder angleiche. Das heißt, mit dieser Folge bin ich quasi angeglichen, oder zumindest hoffe ich, dass es so funktioniert. Also das präferierte Ziel ist es, mit dieser Folge auch angeglichen wieder an dem lieben Klabbi zu sein. Ich höre immer Sonst nur wieder. angeglichen an Klavier, das finde ich gut. Und ich mir Oh, anpasse, jetzt dann geht's so. So, ich schließe mal ab. Ja. Mist. wird das Niveau hier mal ein bisschen gehoben. Hat nicht geklappt. Verdammt. Aber Also ich so. finde, ich finde, bekommst du deinem nächsten Geburtstag, bekommst du mir eine Facecam geschenkt. Hab ja eine Facecam. Aber die benutze ich nur dienstlich. Und da auch schon so viel, viel zu viel wieder. Da ist dieses. Bin so froh, dass ich gerade wieder ins Büro gehen kann. Vielleicht sollte ich dazu sagen, es ist Anfang August, wenn wir das aufnehmen. Nicht, dass dann jetzt in 2 Wochen, wenn das dann ausgestrahlt wird, wir dann eine Inzidenz von 300 haben, die sagen: Was, der Klappe geht noch ins Büro? Das ist ja verrückt. Also, es ist alles gerade Genau. noch. Also wir haben jetzt gerade den 20. Oktober, ja. Die Omega-Welle rollt gerade über Deutschland. Die Ja, Regierung ist genau. zusammengebrochen. Genau, Die richtig. Grobe Maschinen verwüsten Städte und Fischerdörfer. ich wollte ja eigentlich nur den Berg kurz hochgehen, aber da, wo ich bin, liegt noch ein Haufen toter Maschinen. Da waren die Soldaten erfolgreicher. Ja, ich glaube, das scheint doch ein bisschen größer zu sein, dieser Ort. Irgendwas hat hier gerade hat einen größeren Bums gerade gegeben hier. Oh, ich merke auch gerade, ich kann gar nicht schnell rennen. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu schwer. Wieso bin ich schon wieder zu viel zu schwer? Tommy, Ich glaube, ich bin schon wieder zu fett für die das ist ein Welt. verbreitetes Problem von Männern in den mittleren Jahren. Das hat, glaube ich, auch was mit Hormonen zu tun, aber auch mit unserer Wohlstandsgesellschaft. Oder an den drei Ambossen, die ich hier gelagert habe. Das kann Keine auch Ahnung. sein. Ja, ich habe auch 3 Ambosse, die ich mit mir rumschleppe. Das ist eine Genau. gute Erklärung, die muss ich mir merken. Ich bin nicht dick. Ich lagere 3 Ambosse.
Warum schleppe ich auch 3 Millionen Stahl? Ach so, Entschuldigung, das 26 Stahl wiegt nur 1 Kilo. Ist natürlich sehr, sehr realistisch. Kommt drauf an, wie groß die Aber Stahlteile 12 sind. Tuben Klebstoff wiegen 500 Gramm. Ja, das Textil. ist ja der gute Superkleber. Ablegen, ablegen. Ich lege das jetzt ab, egal was jetzt in den Was ist das Kommentar steht. denn? Ich leg das alles ab. Ich brauche den Schund nicht. Wir bauen keine Basis. Wir machen hier nichts. Das ist ja verrückt. Die haben hier ein Ey, hör paar mal, wie Skier viele. genommen und haben da irgendein Teil von einem Roboter dran montiert. Das ist eine Kamera? Haben damit, also die Widerstandskämpfer nutzen die kaputten Maschinen, um daraus wahrscheinlich Überwachungsequipment oder so zu bauen oder das als Waffe zu verwenden. Ich weiß es nicht. Aber Ich irgendwie ist merke dieses auch Dorf hier ist gerade, haben krass. wir Jagdgewehr. Ich merke auch gerade, ich habe nur zwei Waffen auf dem Dingens. Ich müsste vielleicht auch mal ein bisschen Munition verbrauchen. Ich packe mir mal die Möller mal noch hier hin. Warte mal, einen Platz. Nee, Quatsch. Die 1, die 2, Automatgewehr. Oder könnte ich mir rein theoretisch nur die Möller auf die 3 legen? Genau, weil da könnte man sich mal angewöhnen, einfach mal so ein bisschen rumzuballern und Munition zu verbrauchen, weißt du? Aber scheinbar habe ich ja Munition im Überfluss. So, wo warst du jetzt? Ich bin hier den Berg rauf. Auch krass, ne? Zwei Patronen wiegen dann 10. 0,010. Boah, irgendjemand Aber hat. 26 Stahl wiegt 1 Kilo. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendjemand hat diese komplette Stadt auseinandergenommen, inklusive des Baumbewuchses. Und wenn ich mir so angucke, wie das hier alles vernichtet ist, ich möchte demjenigen nicht begegnen. Wo steckst du überhaupt? Ach, da drüben. Da, wo Klabautermann steht. Ach so. Ich habe irgendwie auch die Befürchtung, dass wir, ich lasse das jetzt alles liegen, ich sammle jetzt einfach gar nichts ein. Nur das, was wirklich gut ist. 0 von 1 Waffen. Also hier gibt es Waffen zu Ja, genau, finden. hier gibt es irgendwo gibt es wahrscheinlich am ehesten. Hier ist ein Keller. Ah, ich glaube, ich habe eine. Ja, ich habe sie gefunden. Ja, perfekt. Gut, Aber dann warte kommt mal, noch war was sie zu irgendwie dir. was Besonderes? Das würde nur so ein Automatgewehr. Wo hast du den gefunden? Im Keller? Ja, hier im Kelleraufgang. Ne, es war sogar nur ein Mäuserjagdgewehr mit zwei Krönchen. Also jetzt gar nicht so wahnsinnig Mäuser, besonders. Jagdgewehr. Ja, gut, okay. Habe ich ja schon. Ja, alle glaube ich schon. So, dann kann man das mal ablegen, glaube ich. Ich hätte ja halt noch, ich hab ja noch hier diese eine Waffe, diese Panzerfaust habe ich ja noch am Start. Ich glaube, da habe ich eben Munition gefunden für. Ich schaue gleich mal, wenn ich hier durchgelootet habe, ob ich dir die gerade rüberschiebe. Wie ich selbst das nächste Mal sortiere. So, habe ich das hier schon gelootet? Gottes Willen. Ich muss mal gucken, wie viel war da jetzt drin in dieser Waffe? Kann ich das sehen? Ist es die Anzahl der Geschosse, die ich habe? Weil rein theoretisch ist es ja die Waffe, die wir ja brauchen, um halt diese großen Dicken irgendwie platt zu machen. Sagt der große Dicke. Das Problem ist, die anderen sind viel, viel größer und viel, viel dicker. So. Das heißt, der große Dicke ist so dein Kaliber und die viel, viel größer, viel, viel dickeren sind mein Kaliber. Genau. Dann ist doch, wer aufgeteilt, wer welche übernimmt. das Ding ist, ich glaube nicht, dass wir. Kannst du jetzt mal bitte hell werden? So, wir sind schon wieder hier. Sammelgegenstände 1 von 2 und Waffen haben wir auch noch nicht alle gefunden hier. Also hier kann man auch noch was finden. Ach du Scheiße. Ich bitte mir vor. Hier stehen fünf Gastanks. Ich lasse die mal hier stehen. Aber allein, dass sie hier stehen, wirkt auf mich wie, ihr könntet sie brauchen. Na, komm mal zu mir. Ich habe alles gefunden. Noch mehr Ein Gastanks. Automatgewehr 5 mit 2 Sternchen. Und 2 Krönchen. Da muss man ganz kurz mal vergleichen.
Handhabung, das Automatgewehr 4 finde ich trotzdem noch besser. Muss es ja. Aber das Automatgewehr 5 ist leichter. Ja, ich bleibe erstmal bei meinem Mäuserjagdgewehr, beziehungsweise. Also ich habe jetzt dieses Panzerwaffengewehr als Haupt, also als Fernkampfwaffe. Ja, ich lasse die das 5 auch liegen. Und hab meine Kippist habe ich als Nahkampfwaffe. Ach so. Ich habe gerade so einen roten Rucksack aufgehoben. Ich habe jetzt 2 Automatgewehre. Ich bleib bei dem Automatgewehr 4. Es ist egal wegen der Handhabung. Mir geht es dann auch hauptsächlich mehr um den Schaden. Feuerrate ist auch okay. Oh, jetzt weiß ich, warum mir so viel kaputt ist. Da vorne steht ein kaputter Panzer. Ah, aber hier stehen nur noch Container. Und ich... Alles okay, Tommy? Ist es gerade Absicht, dass du schießt? Ja. Soll ich mich beteiligen? Oder kriegst du es alleine hin? Ja, der Gastank muss von dir hin. Okay, danke, dass du das sagst. Ich stehe da direkt nebendran. Ich glaube, ich hätte mich ein wenig erschreckt. Ja, das war der Plan. Deswegen habe ich auch mit einer... Na toll. Dieser Postcontainer ist so dämlich gepackt. Ich sehe genau, da stehen 2 Kisten, aber ich komme nicht dran. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Ausrichtung dieser Barrikaden hier nicht umsonst so ausgerichtet ist. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich kämpfen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir gleich kämpfen und ich habe das Gefühl, ich muss vorher noch ein bisschen Zeugs ablegen. Komm mal hier. Ich habe das Gefühl, Maestro, dass wir hier gleich einen flotten Tanz auf die Tanzfläche legen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das klingt doch wie ein Plan. Ja, klingt wie ein Plan, richtig. Wir machen das irgendwie wieder mit einer Abmoderation. Wenn euch das stört oder wenn ihr das gut findet, wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare und auf alle Fälle ein Like, ein Däumchen und überhaupt und ein Abo und ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.